In Hessen ist ein Mann aus Eritrea bei einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriff verletzt worden. Der Schütze traf den 26-Jährigen in einem Industriegebiet in Wächtersbach in den Bauch, so die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Das Opfer wurde zufällig Opfer, weil es sich eben dort im Wächtersbach im Bereich der Industriestraße eben aufgehalten hat. Und wir gehen derzeit davon aus, dass es aufgrund seiner Hautfarbe eben als Opfer ausgesucht worden ist. Der 55 Jahre alte Angreifer tötete sich nach der Tat mit einem Schuss in den Kopf. Bei ihm seien zwei halbautomatische Waffen gefunden worden. Er sei nicht polizeiauffällig gewesen. Wir haben nach dem bisherigen Stand der Ermittlung keine belastbaren, validen Erkenntnisse dafür, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Schützen wurden drei weitere Waffen sichergestellt, eine halbautomatische Pistole und zwei Langwaffen. Alle hätten sich legal im Besitz des Mannes befunden. Das Opfer befindet sich nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, hieß es weiter.